Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen mir wieder bei Movie Check. Heute habe ich für euch den zweiten Trailer zu Godzilla, King of the Monsters, im Gepäck. Und schauen wir uns den großen doch mal an. Jetzt kommt's, jetzt geht's los, okay. Hallo? Ist jemand da? Und ob einer da ist? Rodan! Hört mich jemand? Buja, da hinten ist King Giroda. Godzilla! Verehrter Senat, wir glauben, dass diese Titanen nur die Spitze des Eisbergs sind. Wow. Welche dieser Titanen werden uns beschützen? Ah, Mothra. Mothra. Rodan. Und welche dieser Titanen werden uns bedrohen? Krass. Alter. Oh ja, King Giroda. Bam! Sie wollen also Godzilla zu unserem Haustier machen? Ich bitte euch. Nein. Wir wären seine. Allerdings. Bist du sicher, dass es ihm gut gehen wird? Wow. Sie sind überall. Und kämpfen um die Vorherrschaft. Krass. Ein Alpha-Rivale von Godzilla. Bam. Echt jetzt? Oh. Jawohl. Sehr gut. Cool. Wisst ihr, unabhängig davon, was storytechnisch eventuell hier in diesem Trailer verborgen ist, finde ich viel, viel wichtiger, was visuell in diesem Trailer schon zu sehen ist. Und einer meiner großen Kritikpunkte an dem ersten Godzilla-Film von Gareth Edwards war, dass der Film einfach zu dunkel war. Also visuell, ja, da war kaum Licht. Ich meine, das hat auch Atmosphäre geliefert, aber im Prinzip hat man hier und da es sehr, sehr schwer gehabt, Godzilla tatsächlich in seiner vollen Pracht zu erkennen. Und das ist hier anders. Hier ist viel mehr Licht, viel mehr Kontrast. Allen voran jetzt in dieser finalen Szene, wo King Giroda und Godzilla aufeinander zulaufen. Viel mehr Kontrast, viel mehr Blau und dunklere Farbkontraste, was es zumindest etwas erleichtert, Godzilla zu erkennen. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, weil das nämlich schon mal einen Hinweis darauf gibt, dass man sich die Kritik an Teil 1 in gewisser Weise ja schon zu Herzen genommen hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Das lässt mich zumindest schon mal wieder hoffen, dass das vielleicht, naja, den Film schon mal in eine gute Richtung lenken wird. Worum wird's gehen? Also fangen wir mal an. Es gibt ja Godzilla, es gibt King Kong und es gibt noch die, naja, anderen Monster. Welche anderen Monster meine ich? Nun, wer King Kong bzw. Kong Skull Island gesehen hat, der erinnert sich an die Post-Credit-Scene, in der wir quasi die Steinzeitmalereien von King Giroda, von Mothra und Rodan sehen. Modoch quasi schon von sich aus sagt, beziehungsweise die Mitarbeiter natürlich von dieser Organisation von sich aus sagen, glaubt ihr wirklich, dass Kong und die anderen Monster auf Skull Island, dass das wirklich alle waren? Es gibt noch weitaus mächtigere
Und diese werden in diesem Trailer zumindest dann auch als Titanen bezeichnet und umfassen letzten Endes Godzilla himself, King Ghidorah, Rodan und Mothra. Und das lässt dann auch schon wieder blicken, worum es in diesem Film gehen wird, nämlich um die Vormachtstellung auf dem Planeten Erde. Und das ist natürlich ein Setting, das nicht unbedingt neu ist. Wer sich an die Godzilla-Filme aus den 60er, 70er, 80er Jahren erinnert, an die Monsterinsel, der weiß, dass es regelmäßig Kontakt zwischen diesen Monstern, diesen Urtitanen gegeben hat. Und deswegen ist es vielleicht auch so eine kleine Hommage seitens Hollywood an die alten Toho-Filme, hier tatsächlich auch so ein CGI-Big-Pack an Monster Clash of the Titans sozusagen auch dann abzuliefern, weil das natürlich das ist, womit Toho und das Godzilla-Franchise groß geworden ist. Es waren halt die Urzeitmonster, das waren teilweise Monster aus dem All, King Ghidorah zum Beispiel. Es waren zum anderen aber auch ziemlich große Dinosaurier, zum Beispiel Rodan oder eben auch Godzilla, der zum Beispiel in Emmerichs Godzilla ein Allosaurus war ursprünglich, also eine Echse mit Allosaurus-Material, die durch die radioaktiven Tests im Pazifik letzten Endes zu diesem monströsen Monster geworden ist, doppelt hält besser. Und ja, hier ist es allerdings tatsächlich so, man hat sich auf die Tugenden der Toho-Filme besinnt und paart sie gleichzeitig aber doch mit diesem typisch westlichen Filmstil. Groß, größer, am Ende ist es Godzilla. Und was mir auch noch positiv hier in diesem Trailer, zumindest gegen Ende schon wieder aufgefallen ist, diese Szene, wo King Ghidorah und Godzilla aufeinander zustürmen und sich bekämpfen, da ist viel mehr Dynamik drin. Der Godzilla in diesem Trailer alleine bewegt sich viel rasanter, ist viel dynamischer, viel wendiger, aggressiver als der Godzilla, wie wir ihn im ersten Teil gesehen haben, der so ein bisschen plump wirkte. Es haben sich ja viele auch im Kino, als ich ihn gesehen habe, darüber brüskiert, dass Godzilla, als er am Flughafen so diesen Stomp macht und auf den Mutu trifft, dass der da so richtig fett ausgesehen hat. Stimmt, aber irgendwie war er trotzdem cool. Und auch diese Kritik scheint man sich offensichtlich zu Herzen genommen zu haben. Hier ist Godzilla viel agiler, wendiger, rasanter. Man würde glatt meinen, das ist ein jüngerer Godzilla. Und auch das finde ich richtig gut, dass die Kritik hier auf jeden Fall dann auch ein offenes Ohr angetroffen hat. Und das offensichtlich auch eingesehen hat, dass es hier auch Verbesserungsbedarf gab. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, die mich am ersten Teil nämlich gestört haben. Ansonsten liefert der Film Story-Relevantes eigentlich nicht. Im Gegenteil, der lässt uns halt ein bisschen im Dunkeln. Das Einzige, was wir wissen, ist, es wird diesen Clash of Titans geben, in dem, wenn es klassisch ablaufen wird, Mothra und Godzilla gegen Rodan und King Ghidorah antreffen, beziehungsweise ankämpfen werden, um die Vormachtstellung des Titels des King of the Monsters am Ende dann auch zu erhalten. Und das finde ich wiederum ein bisschen langweilig, weil wir jetzt eigentlich ja schon wissen, wo die Reise hingeht. Ein bisschen Überraschungsmoment wäre schön, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Film, weil er eben gerade aus Hollywood kommt und die Storys da ja relativ flach meistens sind, das muss man so sagen, ob er tatsächlich da Abwechslungsreichtum bieten wird oder ob er quasi nach Schema F vorgehen wird. Ich persönlich würde mir Abwechslungsreichtum wünschen und bin dementsprechend auf die einzige Variable in diesem Film gespannt, die ich auch jetzt nach dem Ansehen des Trailers nicht wirklich einordnen kann, nämlich die Variable Mensch. Wie wird der Mensch damit umgehen? Wird er typischerweise, wie sonst auch immer, gegen alle in den Krieg ziehen? Oder wie es bereits im ersten und auch in diesem Trailer angeklungen ist, vielleicht sogar an der Seite von Godzilla. Was ja auch ein bisschen untypisch wäre, wenn wir uns an die Toho-Filme erinnern, wo eine Zusammenarbeit zwischen Menschheit und Godzilla nicht unbedingt die häufigste Kombi war. Was ist eure Meinung? Was nehmt ihr noch aus diesem Trailer mit? Was interpretierst du da noch hinein? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Lasst dem Video, wenn euch der Trailer und das Rundum-Video gefallen hat, doch einen Daumen nach oben da. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt
Nicht vergessen, Leute, Filme sind einfach geil.